Na, da bin ich gar nicht so sicher. Wirklich nicht? Nun kommt doch mal rüber. Wir müssen doch mal darüber sprechen. Ja. Guten Abend, Herr Hafenkapitän. Schiedwetter. Guten Abend, Herr Tiedemann. Guten Abend. Oh, Herr Kinnix. Guten Abend. Na, bin ich der Erste? Sehen Sie noch jemand? Ja, Sie. Ach, Herr Tiedemann. So. Hier Bier, bitteschön. Ich will aber einen Grog. Ja, aber Sie trinken doch sonst immer Bier. Aber nicht bei so einem Schiedwetter. Bitte. Ja, dann wollen wir. Ah, hoppla. Guten Abend, Herr Wernicke. Guten Abend, Frau Bullmann. Was hat sie denn? Ach. Ich hab sie gekränkt. Ich hab statt Bier Grog bestellt. Wo ist denn Hinrich? Der muss bald kommen. Ah, wie war das Geschäft? Ach, mäßig. Nicht viel Bude verkauft, denn bei dir. Ach, mäßig bei dem Schiedwetter. Ach ja. So. Zwei Grogs. Wohl bekommst, meine Herren. Wieso Grog? Ich trinke doch Bier. Ja, aber doch nicht bei so einem schlechten Wetter. Aber ich vertrage doch leider keinen Grog, liebe Frau Bullmann. Bitte, wie Sie meinen. Hinrich! Hinrich! Beinahe wäre das kostbare Nass aus dem Bord gegangen. Sag mal, du willst wohl, dass ich dir eine lang. Wie denn? Hast du beide Hände voll? Mit dir rede ich überhaupt gar nicht mehr. Oh, du komm, lass das mal hier. Das ist genau das Richtige für meinen Vater, seinen Sohn. Bei so einem Schiedwetter. Hinrich! Ist was? Ach so. Bitte die Verspätung zu entschuldigen. Ich hatte noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Bitte, Ihr Bier, Herr Wernicke. Oh, danke. Haben die Herren sonst noch Wünsche? Ja, wie wäre das mit einem Kuss, Hinrich? Ach, Hinrich, sei nicht immer so frech. Oh, hey. Prost. Prost. Sehr verehrter Herr Carstens, es tut uns sehr leid, wir... Nun red schon. Ja. Also mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns für das, was in der letzten Nacht geschehen ist, möchten wir Ihnen als Zeichen der Wiedergutmachung eine Flasche überreichen. Ja, zur Wiedergutmachung. Und als Dank. Nanu. Vielen Dank. Tja, das lasse ich mir gefallen. Hat man erfahren, was diese Knutscherei bedeutet? Tja, das ist so. Beinahe wäre ich ein kriminelles Element geworden. Das können Sie aber nicht sagen. Du hast ja nicht gemeint. Ruhe im Schiff! Quackelt nicht alle durcheinander. Was war los? Tja, also das war so. Ja, wie soll ich anfangen? Es war um 1 Uhr morgens. Ich konnte nicht schlafen. Jedenfalls wälzte ich mich in meiner Koje herum. Da hörte ich plötzlich ein Geräusch. So als ob die Schuppentür hart ins Schloss fiel. Langsam richtete ich mich auf, horchte nach draußen. Aber alles war still. Trotzdem, das Geräusch hatte mich etwas beunruhigt. Ich schwang leise meine Beine über den Kojenrand. Dabei musste ich aufpassen, dass ich Jörg nicht auf die Nase tat, der unter mir vor sich hinschnarchte. Ich sah nach draußen. Plötzlich bekam ich einen Schreck. Drüben, im Schuppen, geisterte eine Gestalt zwischen den kleinen Fenstern. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe überlegt. Dann wollte ich Jörg wecken. Jörg! Jörg! Mensch, wach doch auf! Mensch, mach doch nicht so einen Krach. Wir sollen dabei pennen können. Da ist jemand im Schuppen. An! Verflucht! Daran werde ich mich nie gewöhnen. Was ist mit dem Schuppen? Ich habe Licht gesehen. Ich sehe nichts. Vorhin war aber Licht. Los, komm! Wohin? In den Schuppen! Nachsehen! Bei dir piept's wohl. Latscht doch nicht wie ein Schlafwandler mitten in der Nacht durchs Gelände.
Ich jumpe wieder in die Koje. Ihr kriegt ja Eisbeine. Du bist feige. Nee, müde. Na. Eben nicht. Der Dicke, ihr seid als Indianer um den alten Schuppen getanzt. So ein Quatsch. Noktambulistische Halluzination durch akustische Wahrnehmung im Tiefschlaf. Hä? Erkläre ich dir später. Schmeiß lieber den Dicken aus der Koje. Ich geh mich waschen. Hey, Dicker, komm hoch. Schon längst fertig, wenn du gestern Abend die Persennig nicht mit so blödsinnigen Landrattenknoten gebenzelt hättest. Ich hab sie nur aufgelegt. Gebenzelt hat Werner. Immer ich könnt ihr euch nicht mal einen anderen aussuchen. Wieso? Dicke Menschen sind gemütlich. Hört auf mit dem Blödsinn. Zeit ist knapp, Freunde. Wenn wir nicht bald segelklar sind, dann rauscht im Bus, wenn der alte Carstens kommt. Der alte Carstens ist schon da. Was ist denn hier los? In 5 Minuten ist die Jonne segelklar. Erste Crew, Gudrun und Jörg. Küchendienst, Werner und Monika. Kirsten und Peter in den Schuppen. Tauwerk aufschießen. Alles klar? Aye, aye, Captain. Und jetzt will ich nur noch fliegende Hacken und angelegte Ohren sehen. Alle mal auf Station. Ja. Moment mal, Kirsten. Blödes Gewende. Das tut deiner Linie mal ganz gut. Hat alles mein Geld gekostet und muss deshalb pfleglich behandelt werden. Ne? Warte doch mal. Kirsten, könntest du uns einen Gefallen tun? Was Unangenehmes? Nein, aber könntest du für Werner Küchendienst machen? Ich habe was mit ihm zu besprechen. Nur wenn du mir sagst, worum es geht. Neugierig bist du gar nicht. Ich lasse euch gleich Kiel holen, ihr Piraten. Schert euch auf eure Station. Grün könnt ihr nach dem Ausschreiben. Los, komm. Danke, Kirsten. Sieh zu, dass ihr fertig werdet. Hi, hi, Captain. Komm. Was ist denn nun schon wieder los? Na, nun komm schon. Was ist das? Ein Fresskopf, würde ich sagen. Mhm. Und das hier? Arbeitsklamotten. Sag mal, willst du mit mir ein Quiz veranstalten? Mensch, Dicker, manchmal glaube ich, du brauchst deinen Kopf nur dazu, dass Haare drauf wachsen. Denk doch mal an heute Nacht. Du meinst? Ja, der Kerl, dem das Zeug gehört, muss heute Nacht hier gewesen sein. Mensch, das wäre ja ein Ding. Heute wohl rauslässt? Aufkreuzen zum Stich in ganz kurzen Schlägen. Jeweils auf Reh durch den Wind gehen. Siehst du, da hast du schon die Antwort. Reh!
aller Achtung. Als Rockaffe bist du klasse. Mensch, ein zweites Boot müsste man haben. Wieso? Willst du doppelt so lange da vorne rumturnen? Quatsch, aber man könnte die Schläge doppelt so lange aussegeln, weil Papa Carsten sich inzwischen um das andere Boot kümmern müsste. Ausgekocht bist du ja gar nicht. Ausscheiden zum Mittagessen. Was denn? Kein Stationswechsel? Er hat denn kein Vertrauen zu dir. Du kannst bloß noch nicht segeln, deshalb musst du es nochmal machen. Mensch, hätten wir doch bloß heute Nacht schon nachgesehen. Witzbold. Wer wollte denn nicht, du oder ich? Na, du meckere doch nicht gleich. Hast du schon mit den anderen gesprochen? Nö, warum auch? Du hast mir auch nicht geglaubt. Nun spiel doch nicht die gekränkte Leberwurst. Sag mir lieber, was wir machen sollen. Endlich arbeiten! Das sollen wir machen! Oder meint ihr, das Tauwerk lädt sich von alleine auf? Wenn ich in einer halben Stunde hier wieder vorbeikomme, will ich wenigstens die Hälfte aufgeschossen sehen. Ist das klar? Aye, Captain. Ach du, sag mal, hatte ich dich nicht zum Küchendienst eingeteilt? Ja, aber in der Küche habe ich zwei linke Hände und Mutter Bollmann hat mich schon das letzte Mal rausgefeuert. Bitte nachträglich um die Erlaubnis, den Dienst tauschen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Schau. Und alle Kapitäne sind im Anrollen. Na, das lass ich mal nicht hören. Sonst wäre doch noch eingebildet. Der olle Segelmacher als Kapitän, dass ich nicht lache. Wie lange kennen Sie denn Carsten eigentlich schon, Mutti Bollmann? Och, wir sind mal bloß zusammen zur Schule gegangen. Es war einmal eine Liebe. Du kannst gleich mal seine Riestüten dumme Dinger. Aber Hedwig, so ein hübsches Mädchen bietet man doch keine Ohrfeigen an. Was hast du denn ausgefressen? Nur, ich hab nur... Du bist still! Sag mal, was hast du eigentlich in meiner Küche zu suchen, Hinrich? Hast du gar nichts anderes zu tun? Doch. Ja, dann tu das mal. Nee, wenn ich das tue, was ich denk, dann krieg ich jetzt welche an der Riestüten. Bloß, dass du rauskommst! Was er wohl gemeint hat? Ja, pass du mal lieber auf, dass die Erbsen nicht anbrennen, ne? Aber beim nächsten Turn bist du Vorschussmann. Einverstanden. Aber da muss Peter als Steuermann fungieren. Du traust mir wohl überhaupt nichts zu. Doch, doch, gerade deswegen. Wir haben doch nur ein Boot. Alter Roller. Pack endlich deine Zeitung weg, deine Suppe wird kalt. Ja, was sollen. Der letzte der Mohikaner. Na, dann Mahlzeit. Mahlzeit. Wenn es so heiß ist, musst du pusten. Blöde Bande. Na, no. Na. Was ist denn nun los? Da, lies. Lies. Na und?
nichts weiter. Darf man auch mal erfahren, um was es geht? Lies doch vor. Ich weiß nicht. Das kann auch ein Zufall sein. Na, das habe ich gern. Erst harmlose Segelkameraden um ihren wohlverdienten Schlaf bringen und dann auch kneifen. Komm, gib her. Also, gefährlicher Gewohnheitsverbrecher entwichen. Bei der Überführung nach Hamburg gelang dem Wilhelm Kruse 53 gestern Nachmittag die Flucht. Kruse, der von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wird, ist ca. 1,70 groß, schlank. Der Gesuchte wurde zuletzt im Raum Lübeck gesehen. Er trägt blaue Arbeitskleidung. Für die Wiederergreifung des Gesuchten wird eine Belohnung von 1.500 D-Mark ausgesetzt. Das Geld käme uns gerade recht. Wieso? Jetzt hat der Dicke schon Wahnvorstellungen vor Hunger. Komm, iss dein Süppchen und reagier dich ab. Willst du uns Angst machen, weil er hier in der Nähe gesehen worden ist? In der Nähe gesehen worden ist? Du bist gut. Er war hier. Wie bitte? Mein Freund Sherlock Holmes sah heute Nacht Licht in unserem Schuppen und weckte dann seinen treuen Diener Dr. Watson. Hör auf mit dem Quatsch. Los, Peter, erzähl du, was los war. Aus unserem Clown kriegen wir doch kein vernünftiges Wort heraus. In der Nacht so gegen 1 Uhr, da sah ich Licht im Schuppen. Und heute Morgen fand ich dort einen blauen Arbeitsanzug und Essensreste. Das ist ja ein Ding. Und da hast du noch nicht die Polizei verständigt? Ich hab's ja eben erst gelesen. Außerdem brauchen wir die Polizei gar nicht. Oh, hört euch den tapferen Dicken an. Quatsch doch nicht immer dazwischen. Was meint ihr, ob der Kerl nochmal wiederkommt? Du hast wohl Sehnsucht nach ihm. Von mir aus kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und fang du auch noch an. Professor, was meinst du dazu? Tja, es wäre durchaus anzunehmen. Ein besseres Versteck gibt's ja gar nicht. Und außerdem spricht der Fresskorb dafür. Dann bin ich dafür, dass wir sofort die Polizei informieren. Na eben nicht! Sagt mal, habt ihr eure Horchlöffel nicht weit genug aufgesperrt? Für seine Wiederergreifung ist eine Belohnung von 1500 D-Mark ausgesetzt. Kapiert ihr jetzt? Du meinst doch nicht etwa, dass... Na genau! Wir schnappen uns den Kerl selbst. Was kann denn der gegen drei kräftige Männer machen? Hört, hört. Du hast einen Stich, Werner. Wieso? Die 1500 Ämmchen würden genau zum Kauf eines zweiten Bootes ausreichen. Das wäre natürlich eine feine Sache. Dann brauchten wir nicht tagelang zu warten, bis man mal mit Segeln rankommt. Aber ist die Sache nicht zu gefährlich? Ja, kann Karate. Und du hast Verstärkung, was? Die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn alles klappt. Also gut, wer dafür ist, dass wir den Kerl schnappen, den bitte ich um das Handzeichen. Und was ist mit dir? Und welche Rolle spielen die Mädchen? Die Jungs gehen 2 Stunden Wachturns. Die Mädchen werden geweckt, sobald es zum Einsatz kommt. Okay? Okay. Okay, ist in Ordnung. Einverstanden. Mist! Was ist denn nun schon wieder? Jetzt ist die Suppe kalt. Station. Mit Festbeleuchtung, so ein frecher Hund. Werner, du gehst die Mädchen wecken. Also, Mädchen. Mach keinen Blödsinn, hau ab. Wir beide gehen zum Schuppen und machen die Tür, bis die Crew versammelt ist. Los, raus jetzt. Brennt Licht. Los, wo sind denn die euch. Anderen? Schon am Schuppen. Den schnappen wir uns. Seid nicht so laut. Die machen einen Krach wie eine Horde Affen.
hat nichts gemerkt. Gut. Los, kommt. Ist er drin? Psst, die Falle ist zu. Los, dann auf ihn mit Gebrüll. Hände hoch! Keine Bewegung! Ist was. Darf man den Anlass eurer Fröhlichkeit erfahren? Ich möchte so gern mitlachen. Sie sind ein Verbrecher. Ein entlaufener Sträfling. Ein gemeingefährliches Subjekt. Ja, das ist ja ganz hübsch, aber wo ist denn da der Witz? Also, Werner hat einen Artikel in der Zeitung gelesen und... Moment, Moment. Ich hätte den ganzen Blödsinn nicht geglaubt, wenn der Professor nicht so große Töne gespuckt hätte. Über einen Irrtum ist niemand erhaben. Ja, du hörst endlich auf mit diesem Quatsch. Nun sag, was los ist. Ein ausgebrochener Verbrecher wird gesucht. Und dafür gibt's eine Belohnung. Und davon wollten wir uns ein zweites Boot anschaffen. Also ich sah Licht im Schuppen und da dachte... Ach, und da dachtet ihr... Haben wir. Da denkt man sich nur eine Überraschung aus und dann... Eine Überraschung? Die Überraschung, du Blödmann! Was ist denn das? Zweite Boot für euch natürlich. Die Überraschung habt ihr ja nur gründlich verdorben, aber dafür brauche ich nur auch nicht weiterzuarbeiten. Ne? Das Boot baut ihr nun selber fertig. Stapel muss sein. Wann ist denn Stapellauf? Übermorgen. Wo hast du denn überhaupt das Geld her, Hinrich, im Lotto gewonnen? Doch gar nicht, gar nichts an. Ich habe unserem Geschäftsführer klargemacht, dass der Club nie wieder so billig zu einem Boot kommen kann. Und der Geizkragen hat ihr tatsächlich das Geld bewilligt? Ja. Nach dem fünften Grog. Und machst einen Schuldbruch, obwohl das Boot nicht bei mir gekauft wurde. Ich wollte ja was Gutes haben. Wohl sein.